Ja, Internet, hier ist Alex. Sehr geil, dass ihr da seid. Und ich wollte mit euch über Optimismus reden. Aber bevor ihr euch jetzt denkt, pff, Optimismus, geil. Positiv denken, yeah, huhu. Nein, ich will euch heute mal ein etwas anderes Konzept von Optimismus näher bringen. Und zwar, Optimismus ist nicht immer gut. So, natürlich will ich euch auch beibringen, positiver zu sein, optimistischer zu denken, bessere Laune zu haben, mehr an sich zu glauben. Klar, das ist cool, alles schön und gut. Aber dieses Denken kann euch in manchen Situationen zum Verhängnis werden. Und zwar, ich gebe euch mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ihr habt keinen Bock mehr auf den Winter hier, ist zu kalt. Und ihr denkt euch, ja ey, fuck it, ich fliege nach Hawaii. Dann geht ins Flugzeug und ihr wisst ja, habt einen 8-9 Stunden Flug vor mir. Ihr wisst, dass ein paar Turbulenzen angesagt sind, aber hey, ist ja nicht schlimm, erfahrener Pilot. Und kurz bevor ihr abhebt, kommt eine Durchsage vom Piloten, ja liebe Fahrgäste, liebe Fluggäste wohl eher, liebe Fluggäste, liebe Passagiere, wir wollten eigentlich unser ganzes Fahrequipment, unser ganzes Flugequipment nochmal checken, ob alles funktioniert oder ob irgendwas eingefroren ist. Aber unsere Zeit ist ein bisschen knapp und wir wollen natürlich nicht zu spät kommen. Deshalb, ich bin da ganz optimistisch, dass alles klappt und wir durch diese Turbulenzen auf jeden Fall durchkommen. Deshalb würde ich sagen, wir fliegen mal los. Nee. Da würde ich sofort rausgehen. Wer nicht. Und zwar ist das eine Situation, welche, wenn man optimistisch ist, aber die Situation negativ ausgeht, extrem starke negative Folgen hat. Sprich, das Flugzeug stürzt ab und was weiß ich, wie viele Leute dann dabei sterben. So, das heißt, in der Situation optimistisch sein, riesen fucking Fehler. So, und jetzt schaut mal, wo ihr den Fehler in eurem Leben macht. Vielleicht habt ihr eine Klausur jetzt bald, nächste Woche, nächsten Monat. Ihr habt auch ein bisschen dafür gelernt, aber ihr denkt euch, ah ja, ich habe ein bisschen gelernt. Ich bin da ganz optimistisch, dass das wird. Auf einmal wird die Klausur mega, mega schwer. Ihr habt eine 5. Verkackt vielleicht eure Klasse. Verkackt euren Kurs in der Uni. Nicht gut. So, da hilft euch Optimismus nicht weiter. Natürlich kann man optimistisch sein, wenn man seine Zeit da rein investiert hat, viel gelernt hat, viel gearbeitet hat. Aber wenn man sich jetzt denkt, oh ja, das wird schon, aber man macht nicht viel dafür. Und die Situation ist genauso eine, die starke negative Folgen hat. Da wird euch Optimismus zum Verhängnis. Das heißt, das nächste Mal, wenn ihr in einer Situation optimistisch sein wollt, schaut, wie stark die negativen Folgen sein können. Wenn es sehr hohe negative Folgen sein können, scheiß auf den Optimismus, seid lieber ein bisschen logischer, rationaler und schaut, wie ihr am besten in die Situation rangehen könnt. Bei jetzt anderen Sachen, wie zum Beispiel, nehmen wir an, ihr wollt ein Mädel ansprechen. Was gibt es da für negative Seiten? Positiv, sie gibt mir ihre Handynummer und geht mit mir aus. Negativ, ah ja, genau, sie sagt nein und mein Leben geht weiter wie vorher. Da kann man optimistisch sein. Da sollte man auch optimistisch sein. Klausur, die bald kommt. Ich habe nicht so viel gelernt, aber ich bin da ganz optimistisch. Nicht so gut. Klausur ist schwer. Note verkackt, Kurs verkackt, Semester verkackt. Vielleicht dritter Versuch, Studiengang verkackt. Jetzt mal wirklich das Ganze hart zu sehen. Aber ihr versteht das Konzept. Schaut vorher, gibt es starke negative Seiten? Wenn ja, nicht optimistisch. Seid logisch, denkt rationaler, bereitet euch so gut wie möglich darauf vor und checkt lieber noch einmal mehr. Lernt eine Stunde mehr oder im Fall des Pilots, checkt lieber noch mal einmal die ganzen Motoren einmal mehr. Gibt es keine großen negativen Folgen, zum Beispiel eine fremde Person ansprechen, ein Mädel ansprechen? Ja, Leute, dann go for it. Optimismus auf jeden Fall. Cool. Schaut mal, wo ihr das in eurem Leben anwenden könnt, wo ihr zu optimistisch seid und wo vielleicht nicht optimistisch genug. Wenn eine Situation wenig negative Seiten hat, Optimismus pur, auf jeden Fall, seid optimistisch. Geil, dann würde ich sagen, macht einen Daumen hoch oder Daumen runter, teilt das Video, abonniert den Kanal, addet mich bei Facebook, da unten ist ein Link zu meinem Facebook-Profil, wir können gerne ein bisschen schreiben, da könnt ihr mir auch Fragen senden, was auch immer euch gerade auf dem Herzen liegt, beantworte ich euch gerne, mache auch hier so ein Video. Cool, und dann sehen wir uns morgen. Ciao.